Es gibt ja häufiger mal Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten, dass man vielleicht das in der Schule macht oder im Schützenzelt oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist jetzt eben Autokino. Das ist natürlich anders. Man muss erst mal gucken. Man weiß, es ist nicht so, dass es einen Altar gibt wie in der Kirche und dass irgendwie da die Bankreihen sind. Muss sich ein bisschen anders orientieren, aber das macht ja auch den Reiz daran aus. Ich freue mich tatsächlich in diesen verrückten und schwierigen Zeiten einen Gottesdienst feiern zu können und einen Gottesdienst in der Öffentlichkeit und tatsächlich mit vielen Menschen, da wir ja nicht genau wissen, wie viele auch in den Autos sitzen und mitfeiern. Von daher ist das erstmal ein sehr schönes Gefühl, endlich einmal wieder Gottesdienst ganz anders, aber so feiern zu können. Ja, ich habe das auch noch nie gemacht, deswegen bin ich ganz gespannt darauf, wie sich das dann anfühlt. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun und ich finde es spannend, immer wieder Kirche an anderen Orten lebendig und erfahrbar werden zu lassen. Das ist auch meine Aufgabe in der City-Pastoral, mehr Kirche in die Stadt hineinzubringen, mehr Stadt in die Kirche. Und das ist hier eine Premiere und, glaube ich, wichtig nochmal deutlich zu machen, wir sind als Kirchen im wahrsten Sinne des Wortes vor Ort. Der gute Hirte kommt sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche nach Ostern als wichtiges Thema vor. Und da haben wir gemerkt, dass das was ist, was uns beide verbindet und natürlich uns auch helfen kann, gerade in dieser Zeit, die für viele irgendwie auch anstrengend oder beängstigend ist, sich daran zu orientieren und darauf zu gucken, wer kann uns eigentlich hierdurch helfen und bewahren. Ich glaube, dass es in diesen Zeiten gut tut, jemanden zu haben, der sich um uns kümmert, der uns nachgeht, der sich um uns sorgt und so etwas ist für uns Christen oder so jemand ist für uns Christen der gute Hirt. Von daher finde ich, dass das gut in diese Zeit hineinpasst, ein Kümmerer, jemand, der sich um uns sorgt und der uns nachgeht, gerade in diesen Corona-Zeiten. Also es ist auf jeden Fall was Neues für uns beide, die wir das auch vorbereitet haben, aber ich freue mich sehr drauf und freue mich darauf, die strahlenden oder lachenden Autos zu sehen. Ich freue mich sehr, mit Hanna Jacobs diesen Gottesdienst am kommenden Sonntag zu feiern. 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst und im Internet gibt es bei autokino-ruhr.de noch Karten und wir freuen uns, wenn ihr und wenn Sie mitfeiern.